Moin, Servus, Moin. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem wundervollen Studio. Ich habe so gute Laune. Ich weiß, es kam jetzt in letzter Zeit wieder sehr, sehr wenig Videos von mir. Ich habe es wieder nicht geschafft, Videos für euch abzudrehen. Heute kommt mal ein bisschen anderes Video, denn die einen oder anderen wissen ja, ich habe mir ja neue Teile bzw. einen komplett neuen PC gekauft. Keinen fertigen PC, sondern einzelne Komponenten, das heißt CPU und so weiter. Darum soll es heute gehen. Denn Freunde, es ist endlich soweit. Mein PC ist fertig. Ein Kumpel von mir und ich haben gestern 4 Stunden lang rumgeschraubt, um endlich den PC, Moment, ihr seht mich gar nicht, um den PC fertig zu bekommen. Es ist endlich soweit. Ich wollte mir ja am Anfang erst den fertigen PC kaufen, das heißt einfach nur anstecken und let's go. Aber mir wurde so oft gesagt, kauf dir lieber die Sachen einzeln, geh zu irgendeinem, der sich ein bisschen auskennt, weil so kannst du für dieses Geld viel mehr rausholen, als wie wenn du dir einen fertigen PC kaufst. Leute, hier auf meiner linken Seite ist der PC. Bevor ich euch den aber jetzt zeige, herrscht hier wieder in meinem Studio eine kleine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Müll, noch mehr Müll und noch mehr Müll. Also wie gesagt, wir haben gestern hier den PC aufgebaut. Der befindet sich jetzt auch hier rechts unten, den zeige ich euch gleich. Wir haben auf dem PC schon Windows installiert, also alles komplett fertig. Jetzt muss ich nur noch die alten Daten, also meine ganzen Sample Packs, meine ganzen Projekte, die ich auf meinem alten PC, der steht auch noch hier, auf der Festplatte habe, muss ich alles auf den Stick ziehen. Sind zum Glück nicht so viele Dateien, weil Programme oder so kann ich mir wieder neu runterladen. Die haue ich mir jetzt auf den Stick. Das werde ich euch jetzt aber in dem Video nicht zeigen, weil ich denke mal, das interessiert euch nicht. Ich werde auf jeden Fall die Dateien dann auf den neuen PC laden. Meinen alten PC gebe ich meinem Spätzl, beziehungsweise ein Kumpel von mir hat gesagt, er braucht einen PC. Ich habe gesagt, hey, ich hätte hier noch einen. Ist zwar nicht der beste, aber zum Arbeiten, irgendwie Word, Excel, whatever, reicht ja vollkommen aus. Wir haben den neuen PC, wie gesagt, schon alles angeschlossen, alles getestet, alle Sachen eingestellt, was ich so brauche. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krank schnell dieser PC ist im Gegensatz zu meinem alten PC. Ich weiß, es gibt natürlich noch 1000 bessere PCs, beziehungsweise ich hätte mir auch andere Komponenten kaufen können, andere CPU und so weiter. Aber ich habe mir ein Budget festgelegt, das will ich ausgeben. Mehr soll es nicht kosten. Ich habe das ja mit einem Kollegen zusammen gemacht und ich habe ihm gesagt, hey, ich brauche was, wo schnell ist, wo ich streamen kann, ohne Probleme. Natürlich kein 4K-Streaming, auch nicht jedes Spiel, aber so kleine Spiele sollen schon ohne Probleme laufen. Jetzt steht er da, neues Tower. Ich glaube, ich sage das jetzt auch schon zum 10. Mal. Ich bin so happy, Leute. Für mich heißt es aber jetzt, Freunde, diesen ganzen Saustall hier aufzuräumen, die ganzen Kartons weg, den ganzen Müll weg. Ich dachte, ich packe das jetzt einfach noch hier mit in dieses Video. Natürlich jetzt nicht einfach so. Ich mache eine kleine Zeitraffer für euch. Und dann schauen wir uns den PC nochmal kurz an. Ich werde ihn starten. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute, weil, wie gesagt, meinen letzten PC habe ich mir vor 6 oder 8 Jahren gekauft. Ich war echt zufrieden mit dem PC, aber ihr wisst selber, die Technik schläft nicht. Es gibt immer wieder neue Sachen. Ich habe mir auch erst überlegt, ob ich mir einen iMac kaufen soll, aber ich war echt zufrieden mit Windows. Ich habe zwar ein MacBook noch, wo ich die Videos schneide, aber rein für Musik mit FL Studio finde ich Windows einfach geil. Und ich würde sagen, Freunde, kurze Zeitraffer für euch. Ich fange jetzt mal an, den Müll wegzuräumen. Ich weiß, das interessiert euch nicht. Ich pack's trotzdem ins Video. Let's go! Mag mir irgendwer helfen? Ich hasse es. Ich hasse es, aufzuräumen. Aber ich muss es tun. I feel the warmth of your skin. I feel the touch of your hand. Love you, the power of my heart. Makes me tremble within. Love the smell of your hair. I'm here in a bed. Wisst ihr, was mich am meisten überaufregt, wenn man sich irgendwas bestellt, egal PC oder
Klamotten, egal was, es ist immer unnötig an Müll dabei, irgendwelche Gutscheine, die man überhaupt nicht brauchen kann. Aber Hauptsache, sie legen zum Beispiel bei einem Artikel drei Sachen mit rein. Ja, verstehe ich nicht, ich weiß nicht warum, regt mich auf. Hier zum Beispiel, gut, Anleitung, hier wieder irgendwie eine Karte und hier irgendwelche Sticker. Jetzt mal ganz ehrlich, wer klebt sich solche Sticker an seinem PC oder generell irgendwo hin? Verstehe ich nicht, keine Ahnung, ich mach weiter. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, aber das Studio soll ja geil aussehen. Erster Müllsack, schon voll. Ihr müsst euch mal vorstellen, Leute, das ganze Plastik ist nur von den Verpackungen von meinen PC-Teilen. Ein kompletter Müllsack voll. Verstehe ich nicht. Letzter Karton, Freunde, dann haben wir, glaube ich, alles. Fertig, Leute. Ich bin auch fix und fertig. So, packen wir das alles noch in den Müllsack. Ich weiß, heute ein sehr spezielles Video, Freunde. Ja, wir machen einfach weiter. Ich habe euch jetzt mal alles zusammengelegt. Falls irgendwer von euch wissen will, was alles in meinem neuen PC verbaut ist. Wir fangen jetzt hier mal an. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht super aus, aber das müsste das Netzteil sein. Be Quiet Pure Power 11 500 Watt. Falls es jemand interessiert, ich kann, wenn ich es nicht vergesse, alles mal in die Videobeschreibung verlinken. Dann einen Kühler. Da habe ich jetzt den Freezer 13 von Arctic oder wie die heißen. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber der Standardkühler, der dabei ist, ist ja sowas für ein Rotz. Der ist verbaut. Hier das schöne Mainboard. MSI B450M Pro VDH Max. Ich weiß nicht, warum man so einen Namen sich ausdenkt. Ich finde es immer so krank, wie so ein Mainboard überhaupt aussieht. Ist geil, musste ich halt nehmen für, hier steht es auch fett, AMD Ryzen. Dazu kommen wir gleich. Also wie gesagt, das ist mein Mainboard. Ziemlich cool. War richtig scheiße zum Einbauen. Dann, genau, hier meine schöne CPU. Der Ryzen 5 3600, dritte Generation. Zum letzten Teil meine Grafikkarte, Leute. Hier eine KFA 2 GeForce RTX 2060. Ist ja so eine mittelmäßige Grafikkarte. War nicht günstig. Zum Preis kommen wir gleich. Wie gesagt, 6 GB. Anschlüsse DVI, HDMI, DisplayPort. Ich kenne mich ja nicht perfekt aus. Aber falls jemand von euch wissen wollte, was verbaut ist, jetzt wisst ihr es. Jetzt kommt der magische Moment. Ich bin, ich sag's wieder, glücklich. Und ich zeige euch jetzt einfach mal mein PC. Ich hoffe, das passt einigermaßen mit der Belichtung. So, 3, 2, 1, boom, Leute. Hier ist das gute Stück. Ich weiß, man sieht gar nichts. Ich muss eigentlich nur den PC anmachen. Boom. Leute, es sieht so heftig aus. Ich dachte aber am Anfang, dass meine Grafikkarte auch beleuchtet ist. Ist es aber nicht. Finde ich nicht so schlimm. Ich kann hier komplett alle Farben einstellen. Und jetzt, Freunde, Test. Boom, schon oben. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Sachen runtergeladen. Ach ja, Leute, was ich noch ganz vergessen habe. Hier der Tower, aber den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Der NZXT H510i in der Farbe Schwarz. Verpackung ist zwar in Weiß oder wird als Weiß dargestellt, ist aber der schwarze PC. So sieht er aus. Und hier, das finde ich so geil, man kann, Moment, ich muss mal ein bisschen ranzoomen, man kann jetzt hier sagen, gut, ich will jetzt eine andere Farbe. Ich drücke jetzt mal grün an. Boom. Rot.
gelb. Und dann kann man hier noch, auswählen, wie man das haben will. Zum Beispiel, das habe ich rausgefunden, der reagiert zum Bass. Das heißt, wenn ich Musik anmache, jetzt ist er aus. Und wenn ich Musik laufen habe, dann blinken die Lichter zum Takt. Also das ist ungefähr sowas von geil. Und jetzt machen wir noch so eine Atmung rein. Sieht auch ganz nett aus. Geht halt an und aus. Was können wir noch machen? Regenbogenfarben. Wellenspektrum. Sieht halt auch richtig nice aus, Leute. Oder was meint ihr? Bei diesem Tower sind LED-Strips schon dabei. Das heißt, ich muss einfach nur über das Programm die Farbe auswählen. Und dann leuchtet er so schön. So, Freunde, ich glaube, genug für euch gefilmt. Das Video müsste auch lang genug schon sein. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Ich werde mich jetzt hinsetzen und werde die ganzen Daten von meinem alten Rechner auf meinem neuen Rechner hochladen. Wie gesagt, Sample Packs, angefangene Projekte, die ich ja mit euch fertig machen will. Ihr müsst jetzt genau eins machen, Freunde, und zwar, ihr müsst jetzt die Glocke aktivieren, denn ich werde jetzt demnächst, beziehungsweise es dauert nicht mehr lang, wenn ich alles eingerichtet habe, werde ich demnächst streamen. Deswegen, Freunde, wie gesagt, Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich live gehe, und dann machen wir Musik, dann zocken wir, da machen wir alles, auf was wir Bock haben. Wir können Videos zusammen anschauen, was ich mit meinem alten PC nicht machen konnte, weil da ungefähr alles sich aufgehangen hat. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Wie gesagt, Müll habe ich eigentlich schon fast fertig, aber ich will jetzt die ganzen Verpackungen aufheben. Ich weiß ja nicht, wie ihr das immer macht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Behaltet ihr die ganzen Verpackungen von den einzelnen Sachen oder schmeißt ihr die auch weg? Ich bin halt einer, ich sammle die gerne, falls was ist, aber von meinem alten PC stehen die Sachen auch noch drüben. Seit 6 Jahren, 5 Jahren, keine Ahnung, wann ich den PC gekauft habe. Preismäßig, was ich dafür gezahlt habe, kommt in einem separaten Video, weil da will ich einfach mal so eine kleine Roomtour nochmal machen. Also hier in diesem Raum schauen, was ich aktuell Geld ausgegeben habe für komplettes Equipment. Bin echt mal gespannt, was ich so jetzt dieses Jahr und letztes Jahr hier reingesteckt habe. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Hoffentlich wieder. Ich versuche jetzt wieder aktiver zu sein. Ich weiß, ich sag's in jedem Video. Ich versuche es trotzdem, Freunde. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, Fragen, sonstiges, ab in die Kommentare. Bis dann, Leute. Und ciao.